Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Medieval Minecraft, wo wir jetzt ein bisschen rumgehen werden und ein paar Mob-Souls nähren werden, um sie dann zu töten, um dann hoffentlich ein paar Seelen zu bekommen. So, hier haben wir direkt einen Enderman. Das passt eigentlich schon perfectly. Batz. Wo ist er? Ich muss leider sterben. Ich habe keine Zeit. Bergwerkskern? Oh. Wir haben den Kern nicht bekommen. Das ist ja traurig. Hä? Sollen wir den Bergwerkskern nicht bekommen? Naja, ich weiß nicht, irgendwie hat es jetzt nicht geklappt. Ich habe dem zwar das Dingens, aber... Wieso kann ich denn die Schuppenfrüchte hier nicht abernten? Weil es mit der Mod nicht kompatibel ist, oder wie darf ich das jetzt hier verstehen? Ich bin irritiert, hallo, Entschuldigung. Ich bin konfust. Da habe ich noch eine Hake, ja. Kann ich das damit abbauen? Ja. Okay, weird. Ja, packen wir erstmal hier unten rein einfach. Ja, aber ich weiß nicht, warum das jetzt nicht geklappt hat. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich meine, wir können uns tendenziell ein paar mehr davon machen. Aber es kostet ja Blut, jedes Mal. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Oh, wir haben auch definitiv nicht genug Blut da drin, lul. Ja, Schnauze jetzt. Keine Zeit. Machen sie jetzt zumindest ein paar mehr. Haben wir noch was zu essen? Nee. Aber hier haben wir doch bestimmt noch was zu essen drin, oder? Hallo, ich bräuchte etwas zu essen. Kann sein, dass wir einfach alles oben drin haben. Zumindest das fertig gecraftet, geschmiedete Essen der dritten Dimension. Weiß ich auch nicht so genau. Guck mal, wir nehmen hier einfach das Weizen, packen das hier so rein, machen uns da ganz viele Brote draußen, fressen die so. Was soll der Geins? So, machen sie jetzt mal vier. So, wie war das jetzt nochmal mit der Soul Snare? Using the snare is simple enough. Craft a good quantity of them and throw them at hostile mobs. White particle effects will appear around them, then it's time to go in for the kill. On death, they will drop a demon will. Before you ask yes, the looting enchantment will increase the amount of will dropped. Once you've gathered a couple, you can get to work on crafting yourself a sentinel sword and a tartaric gem. These will make collecting demon will much easier. Ah, die brauchen erstmal white particles. Gut zu wissen. Da haben wir einen Bossi. Vielleicht kann uns der Bossi ja schon mal weiterhelfen. Hast du weiße Partikel? Ich bin mir unsicher, ob er weiße Partikel hat. Oh ja, hat er. Ah, aber nur noch für eine Sekunde. Also man muss den dann innerhalb von einer bestimmten Zeit töten.
Jetzt mache ich den High Damage pro Ding. Okay, das ist natürlich schwierig. Okay, dann jetzt. Und dann jetzt killen. Ah ja. Jetzt haben wir auch Demon Wills. Ah ja, okay. Okay, das hält nur 10 Sekunden auf dem Gegner. Das heißt, man muss den, bevor man den, also kurz bevor man den killt, muss man den quasi. Ja. Damit hauen. Okay, aber ich will so ein Schwert. So, wie geht denn das jetzt erstmal? Also, wir brauchen Goldbarren, Lapis, Glas, Redstone. Redstone, Glas, Lapis und Gold. Oder? Ja. Und eine Seele. Okay, das heißt, wir Red, Gold, Glas, Lapis. Red, Gold, Glas, Lapis. Red, Gold, Glas, Lapis. Demon Wheel? Demon Wheel? Haha! Okay. Okay, da ist anscheinend noch Quality drin. Your first gem will hold a maximum of 64 will. Much more compact than before. Ja. Okay. Dann bauen wir ein Sentinel Sword. Da machen wir ein Eisenschwert, brauchen wir dafür, okay. Eisenschwert haben wir nicht, okay, perfekt. Also, nee, nicht perfekt, aber. Wir brauchen noch, wie nennt man das Stücke, ne? Stock. So, jetzt haben wir ein Eisenschwert. Das heißt, wir platzieren. Ist das richtig? Ha. Ist das normal, dass es nicht aufgebraucht wird? Brauche ich jetzt für immer und ewig nur eins? Wofür habe ich denn dann zwei? Hallo, Entschuldigung, aber ich bin verwirrt. Sentinel Tools. Eisenspitzhacke und. Ah, oh, es geht mit allem. Die Pickaxe improves with will, cutting through stone with ease. With no will to power it, it is only slightly better than the iron pickaxe. It was crafted from, however, with a full enough Tartaric gem. Your force is appraising even if never right pickaxe. Use Demon Will to unleash the full potential contents raw will. Also muss ich damit jetzt einfach nur Leute töten und ich krieg dadurch deren Seele? Oder ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Wie ungefähr 90% des Let's Plays. Aber hey. Hallo, Entschuldigung, wir müssen was austesten. Entschuldigung. Oh. Habe ich einen Dämonenwill bekommen? Was bringt uns das denn? Man wird schon irgendwas bringen, aber Soulstar, dem Dämonenwill. Oh, hier ist noch ein, Dingens, so ein Süßi. Ich bin ehrlich gesagt hart verwirrt, was uns das bringt. Können wir jetzt irgendwas Spezielles machen? Das Ding ist, eigentlich das Einzige, was ich will, ist. Was will denn da mein hier irgendwo im Natürlich portet der jetzt nicht wieder weg. Wo ist er hin? Jetzt hat er wieder übelste Probleme wegen
Dem Wasser oder was? Junge, bleib da hier! Bisschen nervig, wa? Ha? Gott! Ich weiß nicht, was uns das bringt, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, aber ich habe einfach keinen Plan. Wieso steht ja jetzt hier auch nicht drin, ne? Also wir können irgendwie krasse Node-Router, Filterparts, Tech-Item-Filter. Was? Rituale. Dungeon-Delving, Dungeon-Keys. Perform the Edge of the Hidden Realm Ritual to gain a foothold into the Demon Realm. This dangerous place is full of freeze traps and treasure. Keys are the initial way of navigating dungeons. They can be found inside dungeon chests within the Demon Realm. Or they can be crafted. Ja, gut, aber... Oh, das ist sehr kompliziert. Ich weiß nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun, wir uns damit jetzt schon beschäftigen, wenn wir mit dem Never schon überfordert sind. Weil das scheint ja auch wieder auf eine andere Dimension hinauszulaufen. Und da sehe ich mich jetzt uns gerade vielleicht nicht unbedingt. Ich wollte auch eigentlich nur ein bisschen Dingensen na, erzähl schnell. Eigentlich hatte ich nur vor, ein bisschen besseres Equipment zu bekommen, aber irgendwie ist es wieder alles eskaliert, was soll ich sagen? Okay, machen wir erstmal die Undead Crypt Map oder die Ruined Town Map? Undead Crypt. Das klingt schon gut. Okay, wo sind wir denn? Wir sind da oben rechts. Das heißt... Wir müssen eigentlich nach Südwesten, oder? Sehe ich das falsch? Oder müssen wir nach Nordosten? Ne, wir sind im Nordosten. Und wir müssen nach Südwesten. Oder? Also ich persönlich würde sagen, wir müssen nach Südwesten. Ich meine, ich kann auch absolut falsch liegen und dann verschwenden wir gerade übelst Zeit. Aber rein hypothetisch würde ich sagen, dass das realistisch ist. Und irgendwann wird sich vielleicht auch der, also unser Spielermodell da auf der Karte bewegen. Ich bin mir unsicher. Und dann werden wir sehen, dass wir irgendwie richtig sind. Ich würde jetzt einfach nach Südwesten fliegen. Ich würde halt gerne wissen, was da ist. Ich würde auch mal erkunden. Weil bisher haben wir immer nur so Erkundungstouren für bestimmte Sachen gemacht oder so und wollten irgendwelche bestimmten Sachen finden oder weiß ich nicht. Also halt irgendwas für die Base haben oder so und wir sind aber noch nicht hingegangen und haben einfach wirklich mal so, nee, komm, wir gehen einfach auf Erkundung. Und ich muss sagen, wie gesagt, die ganzen Mods, das ist ja cool, auch mit diesem Blut-Magic und weiß ich nicht was. Aber es ist halt alles wieder für, also in sich, so kompliziert, dass wir das einfach über die Zeit irgendwann, denke ich, lernen. Ich denke, wir bauen uns da irgendwie eine kleine Stadt auf und sowas. Aha, seht ihr, der Punkt bewegt sich. So, wenn wir jetzt so fliegen, fliegen wir so. Wenn wir so fliegen, müssten wir, glaube ich, näher kommen.
Ich glaube, hier sind wir schon auf einem guten Weg. Sag ich wie das, Leute. Es sei denn, die Map hört auf. Das wäre tragisch. Entschuldigung, kannst du bitte laden? Dankeschön. Ehrenvoll. Ich hoffe, es ist Westen. Es muss Westen sein. Aber wisst ihr, was ich meine? Wir machen dann irgendwann uns so eigene Häuser oder eigene Riesenräume oder oben so fliegende Inseln oder so, wo wir dann jeweils einen Raum oder so für Blutmagie haben und bla 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 und beschäftigen uns dann wirklich mit diesen Mods. Aber ansonsten, ja, macht das ja kaum Sinn. Was ist das da? Hallo? Sind sie nett? Troy. Oh, es ist wieder mit Zielfeuerzeug und... Ist wieder der Dude hier für... Dingens. Für die anderen Dimensionen. Hast du hier auch irgendwas Interessantes? Was wir mitnehmen können? Scheint eher nicht so zu sein. Oh, da haben wir noch was vergessen. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Oh, hier ist noch was. Hallo. Oh, lol. Hier ist ein... Ach, lass mich doch in Ruhe, Mann. Hier ist schon so ein Portal vorgefertigt. Das heißt, wenn wir hingehen würden... Ups. Moment. Mondstein. Nehme ich mal mit. Das heißt, wenn wir hingehen würden und würden uns hier unten bei dem Dude Sachen tauschen, könnten wir da oben direkt das Portal entflammen und mal so leicht rein spinksten und schauen, was abgeht. Aber wir brauchen dafür 8 Smaragde. Sollen wir uns das mal eben auf der Map markieren? Wegpunkt erstellen. 8 Smaragde. Und dann machen wir das so grün. Speichern. Ja. Und wenn wir dann zufälligerweise noch 8 Smaragde finden, dann schauen wir bei dem Dude vorbei und gucken mal weiter. Ich weiß übrigens nicht, ob wirklich Westen richtig ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Westen richtig ist. Ja, muss ja. Wenn wir ja nach Norden gehen, geht's hoch. Und wenn wir nach Süden gehen, geht's runter. Das heißt, es muss Westen sein. Na, bin ich mal gespannt, ob wir hier irgendwann ankommen. Ich hoffe zumindest, dass es da auch ein... hier so ein Dingens gibt. Wie nennt man das nochmal? Bin ich dumm? Also bin ich dumm, nennt man das nicht, aber... Teleport. Punkt. Wegstein. Gedöns. Dingens. War ja auch nicht so genau. Hallo, Ender. Mystischer Enderlakai. Kann man mit dir handeln? Nö. Kann man... Du bist aber auch... Kann man unter Umständen mit ihnen... Kann man sie adoptieren? Zähmen? Wer weiß das schon? Möglich ist alles. Kalte Wüste. Das ist auch wild, ne? Meint ihr, wir kommen irgendwann mal an? Ich meine, ich finde das ja tendenziell gut, dass die uns hier so eine Map geben. Und sagen, Mensch! Bock auf Erkundung! Such mal! Aber wenn ich jetzt hier 9581 Jahre fliege, finde ich das nicht mehr so gut. Dann ist das hier kein Einschlaf-Let's Play, dann ist das hier ein maximal
hypnotisierendes Einschlaf-Extrem-Experiment-Let's Play-Gedönse. Genau, das wird sein. Hallo, Entschuldigung, ich muss durch. Hallo, Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss kurz durch. Hallo, Entschuldigung. A minor moon has appeared. A minor moon. Plus 10% Angriffsgeschwindigkeit. Oh. Die Karte aktualisiert sich. Leute. Hier ist es. Attaché! Toterium Maximerium. Ich gehe davon aus, das ist es, ne? Oder? Halt's Maulkorb, wirklich. Guck mal, wie du aussiehst. Ja, das ist es. Lass mich in Ruhe, du Samariter! Geh weg! Hä? Hier drunter ist auch nichts. Nee, aber das ist auch weiter da. Das ist noch ein Stück weiter da. Es ist nicht das. Es ist hier irgendwo. Nee, ist nicht. War die falsche Richtung. Es ist genau... hier. Vielleicht das da? Als Maulskelett wirklich. Wo du aussiehst. Es lag doch nicht, ja nicht. Ah, Spinne. Hey, lass mich in Ruhe. Ich hab Mjoln hier. Nee, Leute, wirklich. Ich hab grad keine Zeit. Ich muss hier Dinge gucken. Ist es vielleicht hier drunter? Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Necromancer's Targeting, du wirft Blight, nix. Sehe ich gar nicht ein. Ha! Ihr seid Nobles! Ihr seid Nobles! Ihr seid Nobles! Okay, was bringt uns das jetzt? Aber das ist es doch, oder? Müssen wir hier drunter gucken? Ich meine, wir haben hier dieses kleine Gebäude. Hier haben wir irgendwie einen komischen Wald. Da haben wir irgendein Haus. Aber es soll ja hier angeblich sein. Ist es dann unter der Erde? Undead Crypt Map. Muss man hier einfach runterbauen? Kann man bitte Licht haben? Danke. Das hat ja irgendwas mit Krypta zu tun. Also unter der Erde, oder? Also bin ich jetzt blöd? Raff ich es gerade nicht? Bin ich wirklich kernblöd? Quasi heinblöd? Layers. Oder meinen die das da? Aber warum wird mir dann hier angezeigt? Was?
Das ist nur so eine ungefähre Position. Ich glaube, wir gehen mal nach da hinten hin. Ich glaube, das macht tatsächlich mehr Sinn. Moment. Wir gehen doch zu diesem einen Häuschen da. Ich glaube, das ergibt wirklich mehr Sinn. Okay, Sekunde, so. Fliegen wir mal dahin. Wo war das? Da. Also eher nach da. Moment, wir kriegen das alles hin. Was ist das da? Bob! Thunderstrike! Mjolnir! Ich werde euch alle töten. Ich weiß nicht, was du bist, Bob. Oder du siehst wild aus. So. Verrottetes Fleisch, Bobs Widerstandsschild. Wie nennt ihr den NPC Bob? Ja, das hier sieht doch... Das sieht doch irgendwie vernünftig aus hier, oder? Leute, au. Oh, heilige Kacke. Hier geht's runter. So, was ist das hier? Sollte ich das tun? Hebel ein? Hallo, Dina. Guten Tag. Ich hab mich verlaufen. Entschuldigung. Yes! Menschen, Menschen, Dina, Dina, nein, 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 Kartoffel. Lass mich bitte nur. Oh shit, oh shit. Sekunde. Aua. Wieso bekomme ich denn so viel Damage? Mann, ich habe wieder aus Versehen nur einmal rechts geklickt. Das ist doch wahnsinnig. Provoker. Provoker ist ein Dota. Provoker. Der provokt nichts mehr. Warum denn so viele hier, Mann? Töteriums, Maximeriums, in die Fresse rums. Lass mich in Ruhe, Russ. Irgendwie so was ähnliches. Oh, nee. Oh nein, nicht die Dinger. Thunderstrike! Jetzt töte ich euch! Ich töte euch! Ihr habt keine Chance gegen den legendären Mjolnir! Alles tiefenentspannt. So. Totem der Unsterblichkeit. Höhlentafel. Iron Great Hammer. Oh, Wildenhorn, das ist gut. Warp-Schriftrolle. Da, seh uns. So, packen wir mal alles oben rein. Das Totem der Dingens, das können wir doch schon tragen, oder? Ja. Ha. So, packen wir den Rest auch noch ein. Ziege die Zack, Zack, Ziege die Zock. Warp-Schriftrolle. Abfahrt, let's go! Guter Loot! Jetzt hier oben ist nichts mehr. Das ist tendenziell sehr traurig. Egal, voll. Ein fahrender Händler. A of Mac. Was ist denn A of Mac? Cataclysm Mod. Okay. Weißer Farbstoff, keine Essenz, warum alles nicht? Alles Bullshit. Alles Bullshit. Wir gehen mal weiter unten gucken. Ich weiß übrigens nicht, ob das so sinnvoll ist. Nun gut. Mit nur Mut. Ab nach unten. In den coolen Loot. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Oder hier ist halt eine Kristallhöhle und so. Ah, die sind unter Wasser, ne? Ich hätte aber tendenziell schon gerne das. Große Amethystknospe, Amethysthaufen. Enchanting Stats. Haben wir Behutsamkeit schon? Nee, ne? AOE Extract. Vielleicht Break einen Side-Touch-Effekt und sorgt dafür, dass Explosionen herunterfallen, der Blöcke nicht zerstört.
Nicht mit Fortune. Ist Extract, ist das das, was wir brauchen? Also quasi berühren, brechen, Extract, verstärken. Wahrscheinlich kann man nicht zwei gleichzeitig, oder? Extract. Nee, Seiden-Touch. Oh. Und es ging mit Verstärken. Geht dann auch noch AOE dazu? Rein Interessenschreiber. Entschuldigung. Hä, das geht ja wirklich. Aber AOE macht es irgendwie ein bisschen kaputt. Okay. Hä, ja. Wild. Wir haben einfach Seidentouch. Wo ist es hin? Da, Amethysthaufen. Ha! Hä? Oh, das ist mega. Das heißt, wir können jetzt demnächst... demnächst Dingensen. Oh, nee, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ich muss das hier kurz abbauen. Das wollte ich so nicht. Lost Candle. Illager Invasion. Okay. Nee, das heißt, wir können jetzt demnächst irgendwie so Diamantenblöcke abbauen oder so. Und dann können wir die mit diesem Ritual oder was das war, können wir hingehen und die suchen. Das heißt, wir können demnächst einfach anders hart farmen. Das ist mega gut. Das scheint mir falsch zu sein. Ich glaube, hier komme ich einfach wieder nur nach oben, ne? Oh. Nee, das wollte ich nicht. Ich will aber nach unten. Bitte ohne zu sterben. Dankeschön. Wo geht's denn hier weiter? Hier oben drüber? Ist da einfach aus Versehen ein Amethyst mittendrin gespawnt quasi? Kann das? Ist das alles unter Wasser oder was? Oh, hier geht's raus. Entschuldigung. Hallo. Ich würde gerne hoch. Ja, ist einfach mittendrin hier dumm gespawnt einfach. Ja, okay, wir haben dieses Unterwasser-Ding gefunden. Oder was heißt Unterwasser? Aber ich glaube, das hier könnte die Undead Crypt Map sein. Ich glaube, das könnte sein, wo es uns hinführen wollte. Denke ich mal. Aber gut, dann werden wir das in der nächsten Folge mal schön begutachten. Und ich hoffe, hier gibt es ganz viel geilen Loot. Ich freue mich drauf. Danke fürs Zuschauen. Und bis morgen, 18 Uhr. Ciao.